Bestimmen die Definitionsmenge und Lösungsmenge folgender Bruchgleichung. 3 durch x plus 3 ist gleich 5 durch 7 minus x. Bruchgleichungen bestehen aus zwei Termen, die mit einem Ist-Gleichzeichen verbunden sind. Und mindestens einer dieser beiden Terme muss ein Bruchterm sein. Bruchterme erkennt man daran, dass im Nenner Variablen vorkommen. Bruchgleichungen lassen sich eigentlich in vier Schritten lösen. Schritt 1 ist, die Definitionsmenge zu bestimmen. Schritt 2 ist das sogenannte Überkreuzmultiplizieren. Und je nach Aufgabe kann es vorkommen, dass man hier auf Klammern Acht geben muss. Schritt 3 wäre, die dadurch entstandene Gleichung mit bekannten Mitteln lösen. Und Schritt 4, zu überprüfen, liegt meine Lösung überhaupt in der Definitionsmenge drin und dementsprechend die Lösungsmenge aufschreiben. So, Schritt 1, Definitionsmenge zu bestimmen. Bei Bruchtermen kann es passieren, dass wir für spezielle Zahlen für x einen Nenner bekommen, der gleich 0 ist. Das ist insofern problematisch, weil ein Bruchstrich ja nichts anderes heißt als geteilt durch. Dann wäre es hier 3 geteilt durch x plus 3 und wenn jetzt hier 0 rauskommen würde, wäre es 3 geteilt durch 0. Damit hätten wir eine Division durch 0, die nicht erlaubt ist. Also müssen wir hergehen und aus der Grundmenge alle Zahlen rauswerfen, für die der Nenner 0 werden könnte. Da schreibt man dann wie folgt auf. Die Definitionsmenge ist gleich die Grundmenge ohne folgende Zahlen. Jetzt muss ich jeden Bruchterm extra überprüfen. Oder noch genauer, die Nenner aller Bruchterme müssen überprüft werden. Also ich nehme zuerst diesen Bruch vor und schaue mir nur den Nenner an und überlege mir, für welche Zahl für x wird dieser Nenner 0. Als Beispiel, wenn ich jetzt für x 1 einsetzen würde, würde es heißen 3 geteilt durch 1 plus 3, das wären 3 geteilt durch 4, ganz normaler Bruch, den man rechnen könnte. Ich glaube, man sieht sofort, welche Zahl hier rausfliegen würde. Ja, für minus 3 eingesetzt würde folgen, minus 3 plus 3, das sind dann 0 und 3 geteilt durch 0 ist nicht erlaubt. Also schmeißen wir die minus 3 raus. So, den zweiten Bruchterm muss ich ebenfalls überprüfen. Für welche Zahl für x wird hier der Nenner 0? Sieht man glaube auch sofort für die 7, weil 7 minus 7 ergibt 0. Also fliegt ebenfalls die 7 raus. Um solche Gleichungen schön zu lösen, ist es eigentlich immer vorteilhaft, die Brüche zu entfernen, oder? Aufzulösen, umzuformen. Das schafft man über Kreuzmultiplizieren. Jede Bruchgleichung besteht mehr oder weniger aus folgenden Bauteilen. Zähler 1 durch Nenner 2 ist gleich, Nenner 1 ist gleich Zähler 2 geteilt durch Nenner 2. Um jetzt die Brüche aufzulösen, multiplizieren wir einfach die Nenner durch. Das funktioniert wie folgt. Ich nehme den Nenner 1 und multipliziere ihn mit Zähler 2. Also links unten wird mit rechts oben multipliziert. Das gleiche machen wir auch mit Nenner 2. Der wird mit Zähler 1 multipliziert. Also rechts unten mit links oben. Dadurch entsteht hier so ein Kreuz über dem Ist-Gleichzeichen. Und damit lösen wir eben diese Brüche auf. Also nochmal, links unten wird mit rechts oben multipliziert und rechts unten wird mit links oben multipliziert. Für unser Beispiel folgt dann folgendes. Ich fange immer mit dem Zähler 1 an, also 3 mal. So, jetzt habe ich hier schon erwähnt, man muss auf Klammern aufpassen. Im Prinzip kann man sich folgendes merken, sobald eine Addition oder Subtraktion im Zähler oder auch im Nenner steht, muss man Klammern setzen. Ich kann also hier in diesem Schritt schon hergehen und um alle Additionen und Subtraktionen Klammern setzen. Würde ich diese Klammer nicht setzen, würde folgendes passieren. Also Zähler 1 mit Nenner 2 multipliziert, würde dann heißen 3 mal 7 minus x. Ohne Klammern würde ich jetzt hier nur rechnen 3 mal 7. Ich muss aber rechnen 3 mal 7 minus x. Deswegen ist hier die Klammer ganz wichtig.
So, zweiter Schritt, Zähler 2 mit Nenner 1 multiplizieren. Auch hier wieder das gleiche Spiel, wir haben hier eine Addition, also Klammern setzen. So, jetzt haben wir eine Gleichung ohne Brüche mit drin, die wir ganz normal lösen können. Erster Schritt wäre hier jetzt die Klammern auflösen. Wir haben eine Malklammer, das heißt, der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer multipliziert. Ist bei der rechten Seite genauso. Schreibe ich die ein Stück weiter unten auf. 3 mal 7 sind also 21 und 3 mal minus x sind minus 3x. Ist gleich 5 mal x sind 5x und 5 mal 3 sind plus 15. Nächster Schritt ist, ich sammle alle Zahlen mit x auf der linken Seite und alle Zahlen ohne x auf der rechten Seite. Dann rechne ich als erstes minus 21. Also diese 21 hat keine Variable dabei, also will ich sie nach rechts schaffen. Den ganzen Rest schreibe ich ab. Minus 3x ist gleich 5x und jetzt 15 minus 21 sind minus 6. Zweiter Schritt, die 5x müssen auf die linke Seite, also Umkehrrechnung minus 5x. Daraus folgt dann minus 8x, weil minus 3x minus 5x sind minus 8x ist gleich minus 6. Habe ich die Umformung soweit fertig, teile ich durch den Zahlfaktor, der vor x steht. Das wäre diese Zahl. Also geteilt durch minus 8 folgt x ist gleich, und jetzt minus geteilt durch minus ist plus, 6 geteilt durch 8 sind 0,75. So, letzter Schritt, überprüfen, ob die Lösung in der Definitionsmenge drin liegt. Das habe ich als Lösung rausbekommen, und jetzt schaue ich nach, aha, ich habe nur die Zahlen minus 3 und 7 rausgeworfen, also ist die 0,75 eine gültige Lösung und damit auch meine Lösungsmenge.